Herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid Wallmann und als Präsidentin des Hessischen Landtages darf ich Sie recht herzlich im Herzen der schönen Landeshauptstadt Wiesbaden, dem Sitz unseres Parlaments, begrüßen. An diesem Ort wird Politik für ganz Hessen gestaltet, also für Sie, die Bürgerinnen und Bürger. Der Landtag, die Herzkammer der Demokratie auf Landesebene, ist wohl einer der spannendsten Orte in Hessen. Und genau dahin nehme ich Sie nun mit, auf eine kleine Reise durch das Parlament der Hessinnen und Hessen. Das Stadtschloss entstand in den Jahren 1837 bis 1841 als Residenz der Herzoge von Nassau. Unter den vier großen Kronleuchtern des Musiksaals kamen in den Jahren 1946 bis 1960 die Abgeordneten des Landtages zu ihren Plenarsitzungen zusammen. Für die Abgeordneten gibt es seit 2008 einen modernen Plenarsaal. Und hier im Musiksaal spielt ab und an immer noch die Musik. Der Raum wird für besondere Empfänge beispielsweise von ausländischen Staatsgästen genutzt. Neben dem Musiksaal befinden sich zwei weitere Räume, das Kabinett und das Präsidentenzimmer. Auch hier empfange ich hin und wieder Gäste in einer historischen Kulisse. Hier im Landtag verbinden sich Tradition und Moderne. Der Landtag ist ein offenes Haus und das ist mir als Präsidentin auch sehr wichtig. An den 365 Tagen, die das Jahr bereithält, gibt es hier im Landtag zahlreiche Veranstaltungen. Politikerinnen und Politiker, Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft sowie der Zivilgesellschaft kommen zusammen und engagieren sich für unsere Gesellschaft. Und manchmal wird dabei auch gefeiert. So wie am Abend des Sports, der in jedem Sommer traditionell die vielen Ehrenamtlichen und ihr großes Engagement in den Sportvereinen würdigt. Im höchsten Verfassungsorgan des Landes wird Politik für die Menschen gemacht. Wie viel Geld gibt Hessen für die Schulen, die Krankenhäuser, die Polizei oder den öffentlichen Nahverkehr aus? Und ab welchem Alter dürfen junge Menschen an Landtags- und Kommunalwahlen teilnehmen? Mit diesen und vielen weiteren wichtigen Themen beschäftigen sich die Abgeordneten des Landtages. Die eigentliche Detailarbeit findet dabei in den Ausschüssen statt. Sie tagen grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hier steht die Sacharbeit im Vordergrund. Aktuell gibt es 15 ständige Ausschüsse, darunter beispielsweise der Haushaltsausschuss für Fragen der Finanzpolitik oder der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und hier im Plenarsaal wird über die Dinge, die in den Ausschüssen vorbereitet werden, final entschieden. Der Plenarsaal ist der Ort, an dem die aktuell 137 Landtagsabgeordneten zusammenkommen, in der Regel einmal im Monat für drei Sitzungstage. Unsere Demokratie wird an diesem Ort ganz besonders sichtbar. Denn die Abgeordneten und ihre Fraktionen üben während den öffentlichen Plenarsitzungen wichtige Parlamentsfunktionen aus. Sie beschließen Gesetze, diskutieren über aktuelle Themen und kontrollieren durch ihre Arbeit das Handeln der Regierung. Und sie entscheiden mit ihren Stimmen über wichtige Ämter, wie das des Ministerpräsidenten. In den Plenarsitzungen wird mitunter lebhaft über die richtige Politik für unser Land gestritten. Auch das gehört zu einer gesunden Demokratie. Dass es dabei aber trotzdem fair zugeht, darauf achten die Vizepräsidentinnen und Präsidenten und ich als Landtagspräsidentin bei der Leitung der Sitzungen. Demokratie lebt von Öffentlichkeit und von Transparenz. Die Abgeordneten des Hessischen Landtages und auch ich als Präsidentin freuen uns deshalb, wenn Sie uns besuchen. Etwa bei einer unserer Plenarsitzungen hier auf der Besuchertribüne. Alle notwendigen Informationen dazu finden Sie bei uns im Internet unter www.hessischer-landtag.de. Wir freuen uns auf Sie in Hessens Herzkammer der Demokratie.